Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zum neuen Video auf meinem Kanal. Ich zeige euch heute hier, wie ihr schnell und einfach Coins machen könnt, Freunde. Wenn es euch natürlich gefällt, würde ich mich wie immer über einen Daumen hoch freuen. Wenn ihr neu hier seid, nichts mehr verpassen wollt, lasst doch sehr gerne ein Abo da. Und dann würde ich sagen, starten wir rein. Ab geht's. Schaut noch sehr gerne bei meinem neuen Partner vorbei. Mit dem Rabattcode Alex96 bekommt ihr auch nochmal sehr gute Rabatte. Erster Link der Videobeschreibung. Freunde, ich zeige euch heute hier, wie ihr sehr einfach traden könnt. Die Methode kann wirklich jeder machen. Wir gehen erstmal drauf ein. Ich habe 33 Verkäufe. Ich würde euch empfehlen, schaut eure League-Or-Spieler, eure MLS-Spieler und Ehrendevise-Spieler im Verein nach und verkauft die. Die sind aktuell sehr teuer wegen den Ligen-SBCs, die gestern kamen. Ihr seht das hier. Ich habe einige Karten hier natürlich auch erboten und verkauft. Ihr könnt euch erstmal die Preise hier merken, die ich hier verkauft habe. Erstmal Ladung Silberspieler. Also ihr seht, dass die meisten habe ich so für 7, 8, 900 verkauft. Waren auch ein paar dabei, die ein bisschen mehr wert waren, wie er hier 1,3 und er hier 900. Also ihr seht, die meisten bringen auf jeden Fall einiges hier. Nochmal einer für 1,3. Ja, geht auf jeden Fall klar. Die werde ich jetzt wegmachen und dann zeige ich euch, wie ihr diese Karten euch neu kaufen kann. So, Freunde, und das ist der erste Filter. Ihr kriegt auf jeden Fall MLS-Spieler Gold, alle eigentlich für 6,50, sogar 700 oder 750 nach einer Stunde weg. Zeige ich euch ganz einfach, wie gesagt, Freunde, hier sehr leichte Methode. Also wenn ihr jeden weg haben wollt, stellt ihr für 6,50 rein, die seid ihr danach 40 Minuten los. Wie ihr seht, die gehen nicht mehr lange, ja, nach 40 Minuten seid ihr jeden los für 6,50 oder ihr stellt jeden einfach für 700, 750 rein, macht ihr nochmal ein paar Coins mehr. Was würde ich euch hier empfehlen? Ich würde euch hier empfehlen, einfach entweder 400 oder 450 zu bieten auf jede Karte. So würde ich euch das empfehlen. Geht hier einfach die ganzen Seiten durch und bietet auf jede Karte hier wirklich 450. Ich werde euch auch natürlich am Ende jede Karte, die ich euch hier empfehle, zeigen, wie ihr die reinstellen sollt. Aber wie gesagt, das macht ihr, bietet auf jede Karte 450 und ich zeige euch gleich noch, wie ihr die reinstellt. Wir gehen jetzt erstmal zum zweiten Filter. Ja, Freunde, und das ist mit Bronzekarten, die gehen auch so zwischen 600 und 650 weg. Hier würde ich euch empfehlen, bietet einfach auf jede 300, also 600 kriegt ihr wirklich für jeden Bronzespieler. Ihr seht das hier, nach 25 Minuten sind die alle weg für 600. Hier würde ich empfehlen, bietet einfach auf jede Bronzekarte 300 und ihr macht auch 300 Coins Gewinn. So, ich habe jetzt hier eine Seite geboten. Schauen wir mal gleich, wie viel ich hier bekomme. Wir gehen zum nächsten Filter rüber. Ja, und das ist mit den Silberspieler. Das habe ich die ganze Zeit gemacht. Für 700, 750 kriegst du eigentlich jede Silberkarte weg aus der MLS. Hier habe ich auf jede immer 400 geboten. Ihr könnt auch 450 bieten. Ihr bietet einfach die Seiten durch. Dann könnt ihr nichts verkehrt machen. Wenn ihr natürlich zu irgendwas Fragen habt, Freunde, ist natürlich klar, schreibt das sehr gerne in die Kommentare. Ich nehme das jetzt wieder mitten in der Nacht auf. Ihr seht, es ist jetzt gar nicht mehr viel zum Bieten drin. Das ist das Problem. Ihr könnt aber auch einfach hier ein bisschen an den Filtern rumdrehen. Oft kommen dann trotzdem Spieler drauf. Ihr seht jetzt, der wird jetzt zum Beispiel gar nicht angezeigt, weil der Markt einfach so verbuggt ist und EA das leider nicht anzeigt. Also wenn ihr hier einfach ein paar Mal andere Zahlen einstellt, kommen oft einfach Karten viel früher. Ihr seht jetzt hier, jetzt kommt zum Beispiel gar keiner. Dann stellen wir hier mal nochmal ein paar Zahlen runter. Also das ist wirklich komplett verbuggt. Das feiere ich gar nicht, sage ich euch, wie es ist. Aber kannst du leider nicht ändern. Ist halt so. Der Markt ist leider verbuggt. Können wir schauen. Ja, und auch der für 3,50 von dem wurde uns nicht angezeigt, was natürlich belastend ist. Aber auch hier könnt ihr auf jede Karte 400, 450 bieten. Ihr seht jetzt, jetzt wird zum Beispiel hier wieder ab erster Minute angezeigt. Völlig verbuggt dieser Markt. Also das ist wirklich Katastrophe leider. Ja, ist leider ein bisschen problematisch, muss man wirklich sagen. Ich werde jetzt hier die eine Seite noch bieten. Dann zeige ich euch dasselbe noch mit der Ehrendevise. Und dann werden wir natürlich die Karten noch draufstellen. Ist ja klar, dass ich euch auch zeige, wie ich diese Karten reinstelle. Okay, jetzt wird hier 500 geboten. Also ich würde wirklich maximal 450 auf die bieten. Könnt natürlich auch 500 bieten, aber würde ich jetzt nicht empfehlen. 400 oder 450 bekommst du schon sehr viele immer.
Ihr seht das jetzt auch. Es werden uns jetzt richtig viele angezeigt. Nicht so wie eben, wo das verbuggt war, wo uns drei Karten angezeigt wurden innerhalb von den ersten 10 Minuten. Okay, Kandidatenliste ist jetzt schon voll. Ist gar nicht schlimm. Wir können mal gucken, was wir schon bekommen haben. Und wir haben einiges schon bekommen. Gucken wir uns jetzt an, was noch die Ehrendevise-Spieler aktuell kosten. Bronzekarte von der Ehrendevise, seht ihr, kostet nicht so viel wie in der MLS. Obwohl wahrscheinlich ungefähr genauso viel, also 500 kriegt ihr auch für jeden aus der Ehrendevise. Einfaches Prinzip, auch hier bietet ihr wieder auf jede Karte 300. Geht ihr einfach durch, bietet auf jede Karte 300, stellt die für 500 rein, habt ihr 200 pro Karte. Schauen natürlich noch an, was natürlich jetzt in die Silberspieler von der Ehrendevise kosten. Auch hier sehen wir 700. Auch hier würde ich 450, 500 drauf bieten. Und wir schauen uns natürlich auch hier die Goldkarten an. Auch die sollten ungefähr bei 7, sind sogar ein bisschen teurer, die Goldkarten. Wie von der MLS. Von der MLS kosten die ja nur 650. Hier kosten die wahrscheinlich so 700. Könnt ihr 500 auf jeden Goldspieler bieten von der Ehrendevise. 500 bieten, 750 rein. Ganz einfaches Prinzip. Und wir werden jetzt noch die restlichen Karten, die ich bekommen habe, reinstellen. So, wir weisen die jetzt zu, die wir bekommen haben, Freunde. Haben einige Goldspieler bekommen, haben einige Silberspieler und ein paar Bronzespieler. Die Bronze- und Silberspieler laufen auch noch ein paar. Die würde ich euch einfach alle empfehlen, einheitlich für 700 reinzustellen. Da macht ihr so 200-300 pro Karte. Wichtig ist, dass ihr das mit 100 Spielern insgesamt macht, Freunde. Ihr braucht für die komplette Methode 40-50k, was absolut klar geht. Ihr seht, den habe ich sehr, sehr oft bekommen. Aber ich will jetzt euch nicht nur Goldspieler zeigen. Ich zeige euch jetzt, wie ihr das mit den Bronzespielern machen könnt. Ihr seht, die habe ich bekommen für 300. Den gehen für 550, 600 weg. Ihr könnt das aber auch so machen, dass ihr sagt, okay, ich schaue jetzt jeden einzeln nach, was er kostet. Wenn ihr das machen wollt, macht ihr ein paar Coins mehr Gewinn. Wenn ihr aber so sagt, ihr seid zu faul, stellt ihr einfach alle für 600 rein. In der Regel macht ihr auch nichts verkehrt, wenn ihr die für 600 einfach alle reinstellt. Spart ihr Zeit, könnt auch wieder schneller welche nachkaufen. Und bis jetzt, die drei Stück waren jetzt hier alle nicht mehr wert wie 600. Bei den Silberspielern hingegen würde ich euch schon empfehlen, auf jeden Fall jeden nachzuschauen. In der Regel kriegt ihr jeden mindestens für 700 weg. Ich würde aber auch mittlerweile jeden mindestens für 800, 900 mindestens reinstellen. Die gehen so gut weg, da stellst du die ruhig auch mal teurer rein. Gucken wir mal, er jetzt zum Beispiel ist jetzt, glaube ich, ein Tausender wert. Ja, 1k kriegst du safe für ihn. Stelle ich jetzt für 1,1 rein. Das ist ein Gewinn von 700 Coins mit der einzigen Silberkarte hier, was auf jeden Fall klar geht. Und die restlichen von diesen Goldkarten werde ich gleich noch reinstellen. Silberspieler habe ich auch noch mal ein paar bekommen. Ihr könnt auch, wenn ihr natürlich wisst, okay, der ist jetzt eh mehr wert, könnt ihr auch 500 drauf bieten. Der sollte jetzt so 800 bringen. Der französische Stürmer, 800 war einer drin. Das heißt, ich mache 57, auch hier wieder 300 Münzen. Und er hier, schauen wir auch mal noch nach, was er so bringt. Also es gibt viele, die auch immer ein K bringen. Er ist jetzt leider nicht so viel wert. 700 nehmen wir auch mit dem Gewinn. Die Goldkarten werde ich jetzt gleich auch noch reinstellen. Wir können mal gucken, weil es ist oft der Fall, ja, ist sogar der Fall, dass ihr sehr, sehr schnell wieder Verkäufe habt. Und wir gucken mal, was schon weggegangen ist. Und ja, ihr seht das, die habe ich gerade beide angeboten. Die beiden Silberspieler von der MLS und beide sind weggegangen. Das ist eine sehr, sehr gute Methode, Freunde, die ihr auf jeden Fall machen könnt, Freunde. Ja, solange die SBC für die Leute interessant ist, wird es auf jeden Fall gut klappen, Freunde. Wenn euch das gefallen hat mit dem Video, würde ich mich selber einen Daumen hoch freuen. Wenn ihr neu hier wart, lasst ihr sie gerne ein Abo da. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Freunde. Haut rein, bis die Tage. Ciao, ciao.